verliere dich ab. Parker, wenn ich die heutige Strecke sehe, möchte... Manchmal geht der Kuchen einfach nicht auf, aber du hast dein Können mehr als bewiesen. Ich werde an der Ziellinie der Prospecto-Teil Grand Brick Arena mit einer Schachtel Süßigkeiten auf dich warten. Ich glaube, ich habe nur vom Zuschauen zugenommen. Ich habe mich schon gefragt, wie ich das anmerke, ohne dich zu beleidigen. Ich meine wegen dem Donuts- und Backwaren-Motto. Genau das habe ich auch gemeint. Ich werde die Zielflagge holen. Sie bringt uns noch näher an die Prospecto-Teil Grand Brick Arena. Nicht übel, Champ. Die Sandsteinweiten hast du abgeräumt. Jetzt räume auch alles andere ab. Ja, du schaffst das. Schön weiter abräumen. Augenblick, ich empfange mal wieder eine Nachricht von Dr. Fastro. Ich brauche noch mal deine Hilfe. Ich habe mein Geheimprojekt in Prospecto-Teil versteckt und möchte, dass du dort mal noch den Rechten siehst. Oh nein, Dr. Fastro hat uns super vage definitiv um Hilfe gebeten. Wir sollten echt etwas unternehmen. Thank you.
Wasser hier funkelt so blau. Hoho, wir sollten irgendwann mal schwimmen gehen. Ich bin ein Roboter. Wasser und ich, naja, unser Verhältnis ist kompliziert. Irgendwann vertragt ihr zwei euch hoffentlich. Ich liebe Wasser. Immerhin einer von uns. Also, die Rennen hier heißen Katzekratzbahn und Kleeblatt-Miniminenkurs. Ich will es mal einfach ausdrücken, damit du es verstehst. Dieses Experiment ist zwar brillant und weltverändernd, doch irgendwann innerhalb der nächsten 10 Jahre wird es zu einem Unfall führen, bei dem dein Verstand mit einem Verkehrshütchen fusioniert. Das ist nicht gut. Niemand will ein Verkehrshütchen sein. Brillant und weltverändert? Aber Gehirn im Verkehrshütchen. You'll need the blade. Brillant und weltverändert? Darauf kommt es nicht an. Da oben kommen Roboter. I am the alter Emblem. I feel alive. Du willst meinen Erfolg doch nur verzögern, damit es deiner wird. Erfolg? Sieh mich an! Bin eine Topfpflanze! Du wirst eine Topfpflanze werden! Genau genommen bist du das noch nicht. Complete. Zerstören die Flügel und unterlassen, bevor sie die Generatoren zerstören. Oh je! Complete. I am a part of everything. Langsam, das ist kritisch, Captain! I feel alive. I am the heart of everything. Oh nein! Der letzte Generator! Schön. Roboter eignen sich für fast alle Probleme. Dieses ist keine Ausnahme. Verstehst du es nicht? Ich tue das für dich, Zukunft Ich. Nein, vergangenes Ich. Du tust das für dich. Morgen. Die werden sowieso explodiert. Setz ein Power-Up gegen die Füße hinter das rein. Exciting. Oh je! Invisible. I am the part of everything. Hey, du bist keine Blume. Das ist ein Fortschritt. Das ist deine Lösung? Jetzt bin ich ein Radio.
Das heißt, du hast jetzt einen Lautstärkeregler? Dieses Roboterplätten hat mir Lust auf ein weiteres Rennen gemacht. Mir auch. Und ich weiß einen neuen und aufregenden Ort dafür. Nein, nein, nein. Da müssen wir nicht hin. Was ist Klatsch? Hast du Schiss? Ich nicht, aber Fiedel. Also halt dir die Augen zu, Fiedel, denn wir können jetzt per Schnellreise nach Schreckheim. Drücke die Weltkarte-Taste, um die Weltkarte aufzurufen. Ist Schreckheim. Sehr viel Schreck. Sehr wenig Heim. Es ist nicht leicht, sich dort zurechtzufinden, weil es oft Nacht ist. Eigentlich immer. Also suchen wir dir erstmal eine Werkstatt. Da ist sie, deine erste Werkstatt in Schreckheim. Wenn du bereit für Schreckheim bist, mach eine Schnellreise zu der Werkstatt. Selbst, aber das Rebellieren.
Verstöße. Vicky, bei vielen Rennen kommen die schwierigen Stellen erst am Ende. Aber mit den haarigen Kurven gleich zu Beginn bricht die Katzekratzbahn alle Regeln. Apropos Regeln, wir haben vorhin Bertie Backfire interviewt und sie hatte auch einige. Zuerst mussten wir uns hinsetzen. Dann wollte sie zu jeder vollen Stunde warme Milch. Schließlich meinte sie, wir können sie fragen, was wir wollen, aber sie würde nur Geschichten über ihre Katzen erzählen. Hier läuft alles, wie Bertie es will, Parker. Das werden die Fahrer auch bald merken. Ja.
angehende Nachricht vom Klatschturm. Oh Mann, oh Mann. Ich hatte gerade schlechte Nachrichten. Kanntest du das Wort Zwangsvollstreckung? Oje, selbstverständlich. Ja, ich auch nicht. Ich dachte erst, Streckung, also irgendwas mit Strecken oder so. Aber oh Mann, sowas von daneben. Ich bin da scheinbar mit ein paar Zahlungen im Rückstand und... Tja, wenn ich nicht sofort einen Haufen Geld hinblätter, dann schließen die mir den Laden. Ho! Verzeihung, was ist denn mit dem Sky Cup Grand Prix? Ha, gute Idee, Kumpel. Wenn wir den Sky Cup gewinnen, können wir das Blatt noch wenden. Ja, das ist wahrscheinlich unsere einzige Möglichkeit, den Laden zu retten. Aber nur kein Druck. Nein, 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 nicht Fiedel! Runter vom Tisch, böser Hund! Meine Reispfanne! Haarige Haarbälle! Liebes Rudel, ich habe euch enttäuscht. Aber die Flagge hast du dir verdient. Bürste einfach die Streu weg und sie ist so gut wie neu. Und grüß Klatsch von mir. Für sie gibt es nur Katzen und Gewinnen. Und jetzt bleiben ihr nur die Katzen. Schon komisch. Sie hatte auch eine Zielflagge, aber jetzt, wo wir sie haben, rückt die Prospektortal Grand Brick Arena in Sichtweite. Thank you.